Ja, Leute, hier sind die Resultate der RX 6800 mit einem 280mm Radiator. Fallen one too many times. Feeling like enough rents. Back again, square one. RX 6800 unter Wasser. Was habt ihr davon zu erwarten? Ich habe jetzt sämtliche Benchmarks, die ich vorher entsprechend mit meinem Rage Mode OC, also wie bereits gesagt, Settings könnt ihr hier übernehmen, und ich habe das Ganze unter Luft entsprechend mit dem Referenzkühler vorher getestet und jetzt einmal mit 280mm Radiator. Und was anzumerken ist, dem Ryzen 3600 auf 4,2 GHz bei 1,35 Volt entsprechend in derselben Loop mit angebunden. Und ja, was für Temperaturen kommen bei rum? Vorher im Timespy entsprechend, ja, GPU-Temperatur bei 68 Grad, jetzt 47. Der Hotspot von 88 auf 63 runtergegangen. In Timespy Extreme von ursprünglich 67 Grad Celsius auf 49 runter. Der Hotspot von 89 Grad auf 66 Grad Celsius. Und im Firestrike, ja, von 65 auf 47 runter und im Hotspot von 84 auf 61. So, beim Firestrike Ultra haben wir von 68 nun 49 Grad Celsius und im Hotspot ursprünglich 88, jetzt 65 Grad Celsius. In Unigen Heaven Extreme haben wir ursprünglich 66 Grad Celsius gehabt und dann mit dem Waterblock 47 Grad, in dem Hotspot 80 Grad Celsius, jetzt 59. In Superposition 1080p Extreme ursprünglich 65, jetzt 48 Grad Celsius. Im Hotspot 82, jetzt 62, also satte 20 Grad Celsius runtergegangen. 4K Optimized ebenfalls in Superposition, vorher 66, jetzt 51 und im Hotspot 83 ursprünglich und jetzt 64 im Hotspot. Ja. Das ist halt wirklich krass, also die typischen 20 Grad Celsius, die wir ja, normalerweise zu erwarten haben bei einem Wasserkühler, haben wir auch bei der RX 6800. Nur, wie ich anfangs schon gesagt hatte, ja, mehr Leistung können wir hier nicht rausholen, weil die Karte bereits am Limit lief und das auch mit dem Referenzkühler. Ja, dank des Overclocking-Potenzials und der Leistung, die dieser Referenzkühler eh schon bringt, ist dann halt die Frage, okay, geringere Temperaturen bedeuten, man kann die Lüfter leiser laufen lassen. Ja, entsprechend, ja, ist das System richtig schön leise, aber ich will auch ganz klar herausstellen, der Referenzkühler der RX 6800 ist eh schon sehr, sehr leise. Also muss man wirklich überlegen, ist es einem den hohen Aufpreis für eine Custom Waterloop wert? In der Regel ist das eine Entscheidung, die nicht aufgrund der Leistung getroffen wird, sondern eher aufgrund der Überzeugung, der Ästhetik. Was will ich euch auf den Weg mitgeben? Denn diese Wasserkühlung, ja, löse ich relativ zeitnah nach diesem Video auf. Und es war ein Projekt. Ja, ich habe mir viel vorgenommen und auch mit dem Kanal viel vorgenommen. Dementsprechend muss ich jetzt ein bisschen auf den sauren Apfel beißen und ein paar Kompromisse machen. Wie es dann letztendlich mit dem Kanal weitergeht, werdet ihr sehen. Aber diese Wasserkühlung, ja, hat mich einfach sehr viel Zeit und Nerven gekostet und ja, muss entsprechend weichen, dass der Kanal weiterhin so funktionieren kann, wie er funktioniert. Dazu habe ich mich in dem letzten Video, wo ich die Hardware hier eben verkauft habe, ein bisschen geäußert und ja, dementsprechend will ich da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn euch solche Systeme gefallen und es euch Spaß macht, mir zuzuschauen, entsprechend komplexe Wasserkühlungen auf die Beine zu stellen, wie hier in Project Bloodline. Und das wird auch bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass ich hier mich an so ein Thema rangewagt habe. Nur brauche ich jetzt nach mehreren Jahren Wasserkühlung, ich glaube, über 5 verschiedenen wassergekühlten Systemen. Ja, es hat angefangen mit den GTX 970 im SLI. Dann sind wir damals auf die 2 1070 Modelle, auch mit Wasserblock im SLI, gewechselt. Dann auf eine GTX 1080, eine 1080 Ti, eine RX 5700 XT, unzähligen Grafikkarten und Prozessoren, die ich entsprechend über die Jahre für euch vorgestellt habe und auch so Systeme für euch präsentieren konnte. Nur ist eben ein Showcase ein Showcase, da sollte man nicht jede Woche dran schrauben, einfach zur seelischen Gesundheit. Und für mich war es einfach jetzt
zu viel des Guten, eine zu große Belastung auf die Dauer, solche Projekte immer wieder auseinanderzubauen und zu schrauben und im Endeffekt, abgesehen von dem Laptop, der hier im Hintergrund mein Daily Driver ist, eigentlich immer ein offenes Bench hatte, ja? Trotz wunderschöner Planung und allem drum und dran. Dementsprechend, ja, rest in peace Bloodline, würde ich an der Stelle sagen. Und vielleicht in der Zukunft, ja, Ende des Jahres, wenn die Nachfrage da ist und ihr wieder mal ein bisschen was Wassergekühltes von mir sehen wollt, dann, ja, werde ich mich wieder dem Thema widmen. Vor allem im ITX macht mir das immer unglaublich viel Spaß. Aber soweit hoffe ich auf jeden Fall, dass ich den einen oder anderen mit Project Bloodline inspirieren konnte. Und danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Ja, das war mein ehrliches Feedback zu Wasserkühlungen in PC-Systemen. Sie sind nicht notwendig, sie sind teuer und wartungsintensiv. Leiser, kühler, sehen schick aus und für einen Enthusiasten waren die negativen Aspekte in ein Rohr rein und durchs andere wieder raus. Dementsprechend kann ich das nur nachvollziehen. Es ist halt wie eine Abhängigkeit, hier an PCs zu schrauben und weiter zu tüfteln und solche komplexen Systeme aufzustellen. Ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Aber für mich und die Zukunft des Kanals muss hier an der Stelle jetzt erstmal der Schlussstrich gesetzt werden. Das ist nicht der Fokus des Kanals, ja, also Wasserkühlung, das war immer nur so eine Begleiterscheinung, die mir Spaß gemacht hat, aber im Moment, ja, vor allem neben dem Studium, einfach sehr viel Zeit frisst. Ja, das waren soweit meine Two Cents zu dem Thema Watercooling und der RX6800. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Von daher, Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.